Hallo, ich bin Kai von Recording.de. In diesem Quick-Tipp möchte ich euch zeigen, wie man den Native Instruments Complete Control mit einem iPad zu einem Hardware-Klangerzeuger kombiniert. Die Idee ist einfach, ich möchte mein iPad hiermit verbinden und ich möchte alle Regler von dem iPad hier mit der Hardware steuern, denn dann habe ich einfach so dieses richtige Hardware-Feeling. Und der Vorteil von dem iPad ist ja, dass ich halt via Touch-Oberfläche sofort in den Sound eingreifen kann. Das heißt, wenn ich schnell in den Klang eingreifen möchte, gehe ich aufs iPad. Wenn ich aber wirklich spielen möchte, zum Beispiel mit geschlossenen Augen, dann habe ich halt hier dieses wunderschöne Keyboard mit den ganzen Drehreglern. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das Ganze einbindet. Okay, beim iPad hat man ja nur diesen USB-Anschluss letztendlich. Und ich habe das so gemacht, ich habe mir ein USB zu MIDI-Interface genommen, habe das dann mit dem iPad und mit dem Complete Control verbunden. Das heißt, USB geht hier mit dem MIDI-Interface. Das MIDI-Interface, da geht der Eingang hier in den Ausgang und der Ausgang in den Eingang, damit ich eine bidirektionale Verbindung aufbauen kann. Dann muss ich nur in diese iPad-App, ich habe mich hier für den iMini von Arturi entschieden, gehe ich auf Connect und dann gehe ich hier in die MIDI-Einstellung und dort muss ich eigentlich nur sicher gehen, dass mein MIDI-Interface CME U2 MIDI, dass das halt an ist. Wenn das an ist, müsste ich jetzt schon einen Sound hören. Sehr gut. Okay, jetzt möchte ich noch die Bedienelemente hier mit dem Hardware-Controller mappen. Hierzu muss ich auch wieder in die MIDI-Einstellung gehen und einfach auf MIDI Learn gehen. MIDI Learn ist aktiviert. Jetzt nehme ich Cut-off Filterfrequenz, weil das einfach so ein gängiger Bearbeitungsparameter ist für den Klang. So, dann drehe ich hier an einem Regler und schon sieht man hier, dass das Ganze auch verlinkt ist. Gleiches mache ich für die Resonanz oder hier Filter and Faces. Dann gehe ich auf den Amount of Contour. Das ist die Hüllkurvenintensität für den Filter. Dann mache ich das Gleiche nochmal mit Attack für den Filter, Decay für den Filter und dann noch Attack für die Lautstärke und Decay für die Lautstärke und dann noch die Lautstärke selbst. Das ist wirklich ziemlich einfach. Dann gehe ich auf Done. Jetzt sollte er das schon gemappt haben. Wenn ich Cut-off bewege, sieht man hier, dass die Filterfrequenz auch moduliert wird. Das ist ja soweit noch nichts Besonderes. Ach, Lautstärke ist runter. Kann ich schön an der Hardware machen. Was mir jetzt richtig gut gefallen hat, wir haben ja eine bidirektionale Verbindung. Das heißt, wenn ich hier an dem iPad-Parameter drehe, müsste ich das auch auf der Hardware sehen. So. Und man sieht hier ganz deutlich die Cut-Off-Anzeige, die ist halt wirklich mit dem iPad verlinkt. Das heißt ja, dass wenn ich jetzt hier ein Preset lade, müssten natürlich auch hier die ganzen Parameter aktualisiert werden. Oh, und et voilà, es funktioniert. Der Vorteil ist, ich habe natürlich keine Parametersprünge, weil mir hier jetzt genau die richtigen iPad-Werte angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als 8 Parameter hier verlinke, habe ich eigentlich diesen gesamten Synth-Zugriff hier in meinem Hardware-Controller richtig schön gemappt. Ihr wundert euch jetzt natürlich, dass hier die Bezeichnungen auch schon richtig sind. Für diesen Native Instruments Controller gibt es den Controller Editor. Das ist eine Software, die gibt es einfach für jedes Native Instruments Gerät. Und in diesem Controller-Editor kann ich wirklich jedem Parameter nochmal sagen, auf welchen MIDI-Kanal er senden soll, was für MIDI-Daten er überhaupt senden soll, wie die Bezeichnung ist. Ich kann mich hier auch noch wirklich auf das Keyboard stürzen und hier wirklich so ein Keyboard-Split machen, dass ich mit der einen Hälfte den einen Synth und mit der anderen Hälfte den anderen Synth ansteuere. Zeige ich euch gleich noch, wie das alles geht in dieser Controller-Editor-Software. Auf jeden Fall finde ich das wirklich klasse, dass ich den Synthesizer jetzt wirklich habe. Und ich kann hier einfach am iPad ganz locker, ohne mit der Maus oder so, meine Presets durchskippen und habe hier immer meine gleichen Drehregler parat. Wenn ich die iPad-App jetzt schließe und wieder erneut öffne, das Mapping ist noch da, das ist das Schöne. Okay, jetzt gehen wir mal rüber zum Controller-Editor. So, jetzt seht ihr auch schon, wie ich das hier alles benannt habe. Also hier oben sind meine 8 Drehregler. Wenn ich jetzt diesen Cut-Off-Regler editieren möchte, gehe ich auf Assign. Und Assign könnte ich jetzt erstmal den Namen ändern. Ich nenne es jetzt einfach mal Filter. So. Und dann sieht man schon, er hat das sofort an der Hardware übernommen.
Das ist schon mal erstmal ganz gut. Dann kann ich hier den MIDI-Kanal zuweisen, das ist ziemlich wichtig, und vor allen Dingen die Nummer. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Filterregler und der Volume-Regler, wenn die beide mit der Nummer 17 ihre Werte senden würden, ja, dann wären es halt keine unterschiedlichen Regler, dann wären es halt ein und dieselben. Und besonders wichtig hier die Mode-Einstellung, das muss auf absolut sein. Absolut, das heißt, er nimmt wirklich die absolute Einstellung von diesem iPad, die übernimmt er, und umgekehrt, er sendet die absolute Einstellung ans iPad. Wenn ich das jetzt relativ machen würde, dann würde der immer nur Werte plus 1 oder minus 1 setzen. Also in der Praxis, das funktioniert ja mit der iPad-App einfach nicht. Darum muss das auf absolut sein. Dann muss auf jeden Fall eine bidirektionale MIDI-Verbindung hergestellt sein. Das heißt, dass ich hier wirklich den MIDI-Ausgang mit dem MIDI-In hier verbinde und den MIDI-In mit dem MIDI-Out. Also das Pärchen muss wirklich komplett verbunden sein, geht nicht nur eine Stelle. Okay, ich ändere das mal wieder in Cut-Off. Jetzt habe ich im Prinzip schon mein iPad-Synthesizer als einen Hardware-Synthesizer umfunktioniert. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie ich noch einen zweiten Synthesizer damit einbinde und auch hiervon steuere. Dann bis später.